Ihr kennt das bestimmt. Ihr startet Escape from Tarkov, startet mit eurem Mate eine neue Runde, wollt ein bisschen entspannt daddeln und dann passiert euch gleich das. Oben auf der Straße. Ich hätte es sketchmäßig irgendwie, aber ich weiß nicht ganz. Das zweite ist Cascade. Lauf. Das würde ich sagen, ist von Brücke, Startbrücke, andere Seite. Hätte ich also auch called, ja. Ich habe heute einen Ledex gefunden und einen Therapist verkauft. Sehr hier gut, Schatz. Hier waren sie im Scaff-Box gerückt von... Oh, er lässt dich passieren. Ah, er schießt nein, er lässt dich doch nicht passieren. Eben jetzt schießen kehrt sogar, kommt mir vor. Wenn man das... Na doch. Ich überlege, ob ich da pieken will oder ob ich es einfach lasse. Ah, eben gesehen. Unser Plan war es, uns eine vorteilhafte Position zu suchen, wo wir den Spieler dann hoffentlich abfangen können. Das Crackhouse spielen. Oh, das ist ja vor, da wo ich den anderen gekillt habe, ne? Um so Türen zu. Im Crackety Crackhouse, genau dort. Wir durchsuchten das Crackhouse und warteten ein paar Minuten. Doch er kam nicht. Also gut, er kann Durchbruch rein und sofort Richtung L-Gang, dann da den nicht sehen. Ich würde dann gerne rechts zum Hügel pushen wieder. Sehr gerne pushe ich damit ihn mit. Also ich schmecke da so ein bisschen die Sexiness. Wir hatten es im Endeffekt diese Runde schon aufgegeben, mit Kontakt zu rechnen. Die Runde ging schon ein paar Minuten, es waren nicht sehr viele Schüsse und wir wollten nur noch raus. Oh, uff. Plötzlich aus dem Nichts Schüsse auf uns. Aber wo war das? Vorne beim Eingang oder was? Du bist am Zaun vorne am Blauen, oder? Ja. Mir ist vorgekommen, du bist noch rechts weggelaufen. Also steht das Gift auf einmal. Achtung, Nate kommt. Ja, mir ist ja das Schießen komisch vorgekommen, das war mir so unsicher gefragt. Weil es ist mir nicht ganz wie Scaff-Schießen vorgekommen, aber irgendwie war es schon weird. Wo bist du? Ich bin drinnen, in der Garage, Tankstelle. Draußen? Oder über mir? Ich bin bei der Brücke. Ja, ich sehe ihn über dir. Also er ist aber nicht auf der Brücke über dir, sondern links über dir. Beim roten Container, also auf der anderen Seite drüben. Mhm. Er ist jetzt noch links also gemoved wieder. Ah, ich sehe ihn. Er springt, er ist gesprungen gerade. Du hast da getroffen. Oh, über dir auch. Okay. Hobby, glaube ich. Hast du ein Sterben gehört? Nein. Aber nach dem Schuss hat sich nichts mehr bewegt. Aber der schaut ziemlich playbig aus. Stopp, bitte. Irgendwas habe ich umgebracht? Den rechten dann, wenn dann, ne? Ja, aber das war nicht der, den ich zuerst gesehen habe. Er steppt wieder. Full Sprint aber. Okay, ich sehe nichts. Draußen, glaube ich. Vielleicht läuft er zum Iron Gate hinter. Warte, her, ja. Ja, mal wieder die Konsole. Nate, bei mir? Ja, der ist schon im Garten, im Hinten. Nate? Er läuft. Er ist auf jeden Fall gelaufen. Mein Headshot wird schon rein. Ich und mein Mate waren leider ziemlich weit voneinander getrennt. Er steht wieder bei mir. Ja. Er ist gesprungen. Okay, scheiße. Dann komme ich zu dir. Ja. Hat mich. Ich habe leider nicht getroffen. Also ich habe ihn getroffen, aber nicht Kopf. Wo war er? Also links oben. Hab ich Minus. Nice. Du hast ihn gut gehittet, aber er hat schon gejammert. Noch ja, einer. Warte. Ja, Hipfire. Warte. Placement. Ja, nur einen dritten. Ja, aber. Ah, das war Scaff, okay. Wer meint? Oha, er haut mich. Bin nicht durchgekommen. Leider hatte ich in meiner RFB eine nicht ganz so gute Munition.
Diese Runde konnten wir aber so nicht auf uns sitzen lassen und versuchten es ein zweites Mal. Diesmal mit einem Viewer-Loadout und einem schwereren Geschütz. Sharks, vielen, vielen Dank für das Loadout und dann werden wir halt bumsen gehen, wenn das dein Wunsch ist. Jump! Oh, oh, oh. Ah, da das springt was. Wo? Ich hab's nur springen gehört, keine Ahnung. Achso. Vor uns. Der rennt da rum wie ein Wahnsinniger. Oben, oben piekt. Ah ja. Oben mal kurz Waffe rausgeschaut. Jetzt sind alle Türen offen, okay. Oben, oben, oben. Oh, jetzt ist ein kleiner Fuck. Echt? War er schon wieder da? Was ist mit mir? Ja, Kopf oder die sind sogar rausgehalten. Hallo, ich bin's. So. Der Joachim. Oh! Achtung. Der ist auf dem Vordach, glaube ich, denke mal. Jetzt bin ich tot. What? Ah, Alter, jetzt ist er oben wieder rausgekommen, als ich zum Vordach geschaut habe, glaube ich. Ja. Ja. Oh, wie unlucky. Oh, Whitey. M2er See. Das ist meine Todeskugel heute. Ich überlegte mir gerade einen Plan, wie ich weiter vorgehen soll, als plötzlich. Oh, er kommt. Die pushen mich. Auf beide. Oh, hell no! Ich bin down. War dritter einer. So konnte ich das natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Und natürlich, wenn es mal wieder nicht läuft, dann gehen wir in den Wald. Und was uns da erwarten wird, naja, ich sag's mal so. Ihr könnt gespannt sein. So, dann streifen wir mal wie ein guter Sniper durch die Landschaft. Auf entspannt. Schüsse in die Richtung, in die wir gehen. Das ist genau die Richtung, in die wir gehen. Das dürfte sogar in der Stadt sein, oder? Ah, da sind wir jetzt schon bei der Stadt. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Versuchen wir uns mal hier ein bisschen anzupirschen. Aha. Schneller Straßenseitenwechsel. Ich weiß nicht, ob da zwei Spieler gegeneinander schießen oder ob der irgendwie Probleme mit dem Scav hat. Deckung aufgeflogen. Ich sah mich ein bisschen in der Stadt um und dachte mir, das kann doch nicht sein. Weil da waren auf jeden Fall Shots. Ich hab den Schuss ja sogar gesehen. Da, schaut, da liegt einer. Chat. Wirklich vom Scav geholt worden. Ja, moin. Und wir machen hier einen auf Splinter Cell oder so gefühlt. Jetzt haben wir hier gar keine Sniping-Action, weil... da kommt gerade ein Dreier-Team. In dem Moment war Rückzug keine Option mehr. Ich wusste, ich will die jagen und ich will mir die holen. Koste es, was es wolle. Wenn nicht sogar ein Viererteam? Nachdem wir den ersten gedroppt hatten, war es Zeit für einen Positionswechsel. Jetzt mal Positionswechsel, versuchen irgendwie hinter die zu kommen, wenn die sich da recht sicher fühlen hinter ihrem Haus.
Wieder einer weniger. Fehlen noch zwei. Zeit für einen Positionswechsel. An der neuen Position angekommen, wollte ich mir den nächsten holen. Doch plötzlich... Einer von denen hat tatsächlich versucht, mich zu umlaufen. Doch jetzt war es Zeit, uns den letzten zu holen. Ah, der ist mit dem Auto raus, der letzte, glaube ich. Weil das Auto war vorher noch da. Ich meine, es wäre halt, kann natürlich auch irgendjemand gewesen sein, klar. Aber das wäre... wahrscheinlich, dass das der letzte war. Ich dachte mir, ich riskiere es jetzt und wir gingen looten. Ich musste mich nämlich etwas beeilen, denn wir hatten nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Level 60. Excuse me. Oha, der Level 3er hat umlaufen. So, wir haben ein Stückerle vor uns, liebe Freunde. ZB14 Schlüssel hätte ich mit. Ist die Richtung richtig oder sollte... mehr links, mehr rechts? 9 Minuten auf der Uhr. Richtig, richtig weit zu gehen. Und keine Ahnung von der Map. Weiter links vor der kommt gleich User Cam. Ich sag mal so, keine gute Kombination. Ich meine, wer sucht, der findet, wer drauf tritt, den Rest kennt ihr bestimmt. Kurz mal geheilt und weiter zum Exit. War gut. Wenn ZB nicht offen ist, wird es eine ziemlich enge Geschichte, gell? Ich glaube, selbst mit ZB geht es nicht mehr aus, oder? Ich glaube, wir sind zu spät. Und dann grüner Rauch. ZB014 war offen. Ich war komplett im Tunnelblick. Alles ignoriert. Einfach nur noch raus, raus, raus. Tarkov. Danke, 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 dass du den Exit geöffnet hast. Geil.